So, bitteschön. Also, was kennst du überhaupt von asiatischem Gericht in Deutschland? Also, meistens gehst du zu einem China-Restaurant, bestellst du irgendwie entweder süß-sauer oder so. Mag ich nicht. Magst du nicht, aber meistens kennst du süß-sauer, ne? Ich liebe die asiatische Küche, aber ich mag nicht diese. In der Live-Kochshow im Februar 2021 habe ich mit Dirk Walde zusammen gekocht. Wir haben uns gewünscht, unsere Arbeit bald wieder aufnehmen zu können. Mein Name ist Zhao Wang. Meine Freunde nennen mich gern Chef Wang, weil ich Teppanyaki-Meister und als Fachgastronomberater tätig bin. Die Corona-Pandemie hat unsere Branche sehr stark getroffen. Seit März 2020 bin ich als Kurzarbeiter gemeldet. Bis heute bin ich immer nur zu Hause. Als Fachgastronomberater arbeite ich für die Firma Bona aus Bad Waldsee. Wir produzieren hochwertige Küchengeräte für die gewerbliche Gastronomie. Nebenbei kreiere ich neue asiatische Gerichte für die Sternengastronomen oder neue Kochkonzepte für die Systemgastronomie. Manchmal arbeite ich als Co-Chef für das Kreuzfahrtschiff MSC. Die Internorga ist eine internationale Fachmesse in Hamburg. Auf der Internorga-Messe 2006 in Hamburg habe ich den Verband der Köche Deutschlands e.V., kurz VKD, kennengelernt. Dort haben wir uns erstmals über die IKA-Olympiade der Köche unterhalten. Die IKA ist sehr besonders, weil sie unterschiedliche Nationen und Länder miteinander verbindet. Das natürlich nur alle 4 Jahre. Aber wie man hier erleben kann und auch sehen kann, gelingt es uns zumindest bis jetzt sehr gut. We are here to enjoy and to celebrate our profession. Today is the day that all of us have been waiting and longed for with all our heart and passion. Die IKA-Olympiade der Köche ist der älteste, größte und vielfältigste internationale Kochkunstwettbewerb der Welt. Voller Leidenschaft feiern professionelle Kochteams am perfekten Zusammenspiel von Zutaten, ihrer Zubereitung und Präsentation. Egal ob als Filmemacher oder Chefkoch, die Menschen können sich meiner Meinung nach mit Leidenschaft auseinandersetzen. Durch das frisch herauskommende Covid-19 hatte die Welt plötzlich große Angst vor Chinesen. Unser ganzes Filmteam war wirklich traurig, als meine Kollegen und ich vom Hausverbot der Messebetreiber in Stuttgart erfahren haben. In Voraussicht auf die IKA, Olympiade der Köche, hatte ich von Anfang an so viel wie möglich dokumentiert. Ich bin Adam Chen aus Shanghai. Als ein Dokumentarfilmer betrachte ich Szenen ständig auf dem Monitor und überlege, welche Kameraperspektive die richtig ist. Die Kamera ist mein Auge, mit dem ich die Menschen oder Szenen aus verschiedenen Perspektiven zeigen möchte. Europa ist für mich fremd. Vorher war ich in Island, Frankreich, Italien und in der Schweiz. Das Autoland besuchte ich aber erst einmal. Es war später sonniger Winter in Stuttgart. Die frische Luft hat wirklich gut getan. In China denken die meisten, dass fast alle Europäer mit Autos überall hinfahren. Das stimmt so nicht. In meiner Kamera habe ich zahlreiche vielfältige Bauformen von Fahrrädern gesehen und dokumentiert. Zum Beispiel für ein Kind oder mehrere Kinder, um zu Hause zu zeigen, wie sich die Menschen hier im Alltag fortbewegen. Da, wo ich herkomme, also in Shanghai, ist der Trend gerade mit eigenen Autos zu fahren. Die Stadtbewohner haben wenig Lust, sich mit dem Fahrrad oder öffentlichem Nahverkehr fortzubewegen. Seit der Reform- und Öffnungspolitik der freien Marktwirtschaft machen die Chinesen selbst fast alles wie andere Industrieländer. Die Menschen wollen eine angenehme Lebensqualität. Sie möchten High-End-Konsumgüter kaufen und mit dem eigenen Auto überall hinfahren. Die Rückblicke auf meinem Handy von der Messe im Februar 2020 sind eine schöne Erinnerung für uns. Die weinende Szene von damals berührt mich heute immer noch tief. Was hatten der Fachgastronomenberater Chef Wang und der Kapitän der chinesischen Mannschaft Lei Zong? Wie konnten die zwei Männer weinen? Für mich war alles vorbei. Das war mein letztes Spiel für das chinesische Team. Jetzt konnte ich in den Ruhestand gehen. Ich bereute nichts und hatte mein Bestes gegeben. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich zweimal auf dieser Bühne stehen durfte. Mehr kann man nicht verlangen.
war wirklich sehr schwer. Unser Team wollte fast aufgeben. Wir hatten vor und während des Wettkampfs aufgrund verschiedener Kontroversen und Diskriminierungen gelitten. Dennoch haben unsere Jungs trotz all dieser Schwierigkeiten nicht aufgegeben. Alle waren hoch motiviert. Dies ist der Geist und Kit unserer Nation. Hier möchte ich mich, Lei Zong, Kapitän der chinesischen Mannschaft, bei unserem Fachgastronomberater Chef Wang herzlich bedanken. Ohne ihn wäre unser Team gnadenlos untergegangen. Für uns war die IKA 2020 besonders schwer. Als es mit Covid-19 begann, waren wir gerade in der Vorbereitungsphase und hatten den Visumsantrag für Deutschland gestellt. Aufgrund ihrer Beziehungen zu Wuhan erhielten einige Jungs aus unserem Team von der deutschen Botschaft Absagen. Über 10 Monate lang hatten wir uns auf das Kochturnier vorbereitet, mit dem Ziel, eine Goldmedaille zu gewinnen. Plötzlich stand der Name Virus für China. Es gab entsprechende Absagen von Hotels. Und es gab auch noch eine Absage der großen Küche von WMF. Nachdem ich 3 Tage gesucht hatte, hatten wir zum Glück die Möglichkeit, bei meinem Freund Timo Böckler und seiner Familie im Hotel zum Reusenstein in Böblingen die ganze Mannschaft unterzubringen und seine Küche verwenden zu dürfen. Unsere Hoffnungen sind wie Seifenblasen zerplatzt, eine nach der anderen. Dann konnten wir doch noch die Reise nach Deutschland antreten. Unsere Teammitglieder mussten wir dann auf 3 unterschiedliche Hotels verteilen. Diese lagen so weit auseinander, dass ein gemeinsames Training kaum möglich war. Statt des 9 Betriebsrestaurants von WMF durften wir die Küche des Hotels für unser Training und die Vorbereitungsarbeiten nutzen. Das Problem ging aber weiter, da noch ein Geländeverbot der Messe Stuttgart dazukam. Ich musste hin und her kommunizieren und in letzter Minute hat es doch noch geklappt. Natürlich haben uns die vielen Kollegen und Freunde des VKD geholfen. So war das chinesische Team endlich doch noch auf der Eröffnungsfeier vertreten, allerdings auf dem letzten Platz. Die Eröffnungsfeier ohne unsere Jungs war ein Dilemma. Den Transport des Kunstwerks vom Hotel zur Messe habe ich über 30 Minuten lang mit der Filmkamera begleitet. Fast kein Jurymitglied konnte das glauben. Das wunderschöne Showpiece Chef's Table wurde von 2 Meistern Schritt für Schritt rund um die Uhr in Handarbeit gefertigt. Im Hotelzimmer gab es natürlichen, ohne moderne Küchengeräte. Am Ende gab es für das chinesische Team die Showpiece Goldmedaille. Dankeschön. 2016 habe ich zum ersten Mal an der IKA-Olympiade der Köche in Erfurt teilgenommen. Zum ersten Mal durfte ich ein Teil des chinesischen Teams sein. Mein Teamkollege und ich waren sehr neugierig und aufgeregt. 4 Jahre später, als Kapitän der chinesischen Mannschaft, war ich nun wieder in Deutschland. Dasselbe Land, aber eine komplett andere Situation. Als Kapitän musste ich meine Jungs motivieren, egal wie groß die Schwierigkeiten waren, die vor uns lagen. Aloha China, good to see you here. Die Jury war dieselbe wie vor 4 Jahren. Da stellten wir fest, als unser Team China endlich das Messegelände betreten durfte. Ein lautes Knochenbrechen hatte unseren Rhythmus gestört. 3 Sekunden später wurde gemeldet, dass er noch durchhalten konnte. Also bitte, lasst ihn weitermachen. Noch 3 Minuten, dann musste unser Team alle Vorspeisen fertig haben und den mehr als 100 Gästen servieren. Während des Wettbewerbs hatte ich zu mir selbst gesagt, du schaffst das, blicke nicht zurück, gib alles. Alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die vor Ort waren, kamen zu uns. Es gab auch Landsleute, die extra aus Hamburg oder auch Berlin angereist waren. Go, China, go! Diese Zurufe hatten meine Jungs und mich stark motiviert. Trotz vieler Fehler, die gemacht wurden, hatte uns meine Erfahrung der letzten WM sehr geholfen. Und so konnten pünktlich um 19 Uhr alle Vorspeisen vom Serviceteam serviert werden. Am Ende, um 22.33 Uhr, gab es die letzten Desserts. High Five, endlich geschafft! Danach kamen die Jurymitglieder für ihre finale Bewertung zusammen und wir erfuhren, wofür wir Punktabzug erhielten. Im Ernst, ich war nicht überzeugt. Wie wäre es, wenn diese IKA-Olympiade der Köche in China stattfindet und alle Teams chinesisch nach Sichuan-Art kochen müssten? Andere Länder, andere Sitten. Ich war jetzt hier in Europa und seine Kultur musste ich ebenfalls akzeptieren.
Das Wichtigste ist der olympische Geist und die Völkerverständigung. Zwei Tage später während der Preisverleihung trug ich die rote 5-Sterne-Flagge Chinas. Alle unsere Teammitglieder hielten den Atem an. Eine Silbermedaille für Hot Kitchen, eine Bronzemedaille für Chef's Table, zwei Goldmedaillen für Showpiece und Gravurobst und Gemüse. Die richtige Mischung macht wahre Kochkunst. Man denke nur an Butter, Pflaumenwein und Sojasauce. Aber die Butter, das hat sich so ein bisschen... Das hast du aber in Deutschland gelernt, oder? Das hat sich schön eingedeutscht. Schönes Pflaumenwein, ne? Also schönes Pflaumenwein, ne? Egal. Und Sojasauce. Schlechte Assoziation, Butter und Pflaumenwein. Jetzt lässt du die Soße richtig schön cremiger reduzieren. Schönes geht, es ist immer noch die Resthitze, richtig? Richtig. Die Panetti immer noch aus, die Resthitze ist einfach noch. Schön längst aus, vorsichtig. So, dann machst du hier eine Spachtel.